Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. KI-Sana ist eine umfassende Datenbank, in der alle Sendungen unserer Gäste transkribiert und in die KI überführt wurden, um Sie bei Ihren individuellen Gesundheitsfragen zu unterstützen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format Erfahrungsmedizin. Wer kennt das denn nicht? Morgens einen Kaffee oder vielleicht auch mal nach dem Mittagessen. Der ein oder andere hat natürlich noch mal einen erhöhten Konsum. Aber was wäre, wenn das eigentlich auch süchtig machen würde, unseren Körper schädigt, vielleicht auch unser Bewusstsein beeinflusst, was Koffein alles in unserem Körper so anstellt und treibt? Das erfahren wir heute von unserem Buchautor Norbert Heuss. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo lieber Norbert, schön, dass du wieder da bist. Danke, Corinna, ich freue mich, da zu sein. Ja, du beschäftigst dich ja wirklich mit den lebensunterstützenden Themen und versuchst natürlich auch die lebensfeindlichen Bereiche zu analysieren und auch vielleicht Lösungswege auf der einen oder anderen Seite zu finden. Beim Thema Koffein, das ist ja wirklich ein Thema, was uns, sag ich mal, wie Alkohol oder Zigaretten als normales Beiwerk in unserer Gesellschaft mitgegeben wird. Es wird sehr viel natürlich auch Werbung dafür gemacht. Wenn wir es ganz besonders schön wollen, kriegen wir noch ein bisschen Aluminium für die Birne mit. Aber ich freue mich, du hast ein Buch darüber geschrieben, das Thema Koffein mal ganzheitlich zu beleuchten. Ja, ich muss vorausschicken, ich habe Zeit meines Lebens, dieses Lebens, in diesem Leben habe ich keinen Alkohol getrunken, keine Zigaretten geraucht, keine Drogen genommen und keinen Kaffee getrunken. Und wenn ich die ganzen Seminare gegeben habe über die Jahre, habe ich die gegeben immer in der Prämisse, dass das, was ich sage, habe ich selbst erlebt oder ich weiß, dass es so ist. Nicht irgendwie ein Hirngespinst. Aber ich hatte immer die Bemerkung gemacht, Leute, Kaffee trinken, macht euch abhängig, ist eine Droge, solltet ihr nicht machen. Ich wusste es, ich spürte es, ich sah die Mechanismen. Als dieser große Lockdown kam, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, jetzt machst du mal Folgendes, jetzt trinkst du mal Kaffee. Du trinkst eine Tasse Kaffee am Morgen für 30 Tage und nach 30 Tagen sehen wir, was passiert. Diese Zahl 30 war willkürlich genommen und ich habe dann die ersten Tage sehr gelitten mit Bauchschmerzen, mit Säure und was weiß ich, der Geschmack und so weiter. Ich mochte immer den Geruch von frisch gemahlenem Kaffee. Ich war ganz begeistert von dem Geruch, Zeit meines Lebens. So, und dann bin ich hingegangen und habe früher ja wieder Leute beraten, die Alkoholiker waren oder irgendeine Abhängigkeit haben. Abhängigkeiten kannst du haben, 3 Ps von einer Person, von einem Prozedere oder von einem Produkt. Und das habe ich dann so entwickelt und habe gesehen, dass ein Alkoholiker, wenn er heute trinkt, wenn die Sonne scheint, dann hat er einen Grund zu trinken, weil er sagt, so ein tolles Wetter, dann muss man auch was trinken. Mhm. Und wenn es regnet, dann sagt er, so ein scheiß Wetter, jetzt muss man auch was trinken. Er hat das immer eine Rechtfertigung zum Trinken. Und ich darf sagen, ein bisschen außer dem Zusammenhang, dass kein Alkoholiker glücklich über sich ist. Er wacht am nächsten Morgen auf und ist sehr deprimiert, verliert jedes Mal das Selbstwertgefühl um einen anderen, nochmal ein Prozent weniger, nochmal ein Prozent weniger. Aber hat immer eine Rechtfertigung für zu trinken. So, nach 30 Tagen hörte ich also auf. Und am 31. Tag sagte ich morgens auf dem Weg zur Arbeit, 3 Minuten vorbeigefahren, warum, also auf einen Tag kommt es ja jetzt nicht an, ne? Okay. Den zweiten Tag danach, also noch, den nimmst du jetzt noch mit, aber dann ist Schluss. Und dann am nächsten Tag habe ich gesagt, ja, warum habe ich eigentlich 30 Tage gesagt? Ich hätte auch 40 Tage sagen können. Ach was, okay. So, jetzt habe ich gesehen, dass ich genauso Rechtfertigung brauchte wie ein normal Süchtiger. Du kannst eine Sucht auf alles Mögliche haben, auf Lebensmittel, auf irgendwelche Themen. Egal wie. Ich habe also 2 Monate gebraucht, um davon loszukommen. Es sein zu lassen. Mhm. Der Zwang zu trinken war immer stärker als mein freier Wille. Das ist immer hoch und runter gegangen. Und habe ich mir gesagt, Mensch, wenn du das nach 4 Wochen nicht auf die Reihe kriegst, wie soll das jemand nach 5, 10 Jahren auf die Reihe bekommen und der mehr als eine Tasse am Tag trinkt? Ich hatte mir also selbst den Beweis geliefert, dass es so abhängig macht. Und habe ich mir entschlossen, dieses Buch zu schreiben. Jeder Kaffeetrinker ist ein Drogensüchtiger. Und über Koffein, weil ja Koffein im Endeffekt geht es ja darum. So habe ich das dann dargestellt und gebe ein bisschen zur Geschichte des Kaffees und die Entwicklung. Spreche auch ein bisschen über den Anbau und diese Länder und diese Unterdrückung von den Bauern, die diese Sachen anbauen. Also. Und Kaffee ist
einer der meistbeworbenen Produkte. Und es ist ganz einfach, wenn du anschaust, welche Produkte beworben werden. Das sind alles Produkte, die abhängig machen. Mhm. Pommes frites und Pizza und Kaffee und Zigaretten und Alkohol und pharmazeutische Produkte, Süßigkeiten. Die Leute wissen, warum sie 10 Millionen in Werbung stecken. Denn jedes dieser Produkte, wenn du einmal angefangen hast, bist du abhängig davon. Du hörst nicht mehr auf. Ja. Und so kam ich dann dazu und so kam es zu dem Buch. Schön. Jetzt, was passiert durch Koffein wirklich in unserem Körper? Das ist so ein Effekt wie bei dir, obwohl du ja wirklich keinerlei Suchtthemen, es war ja wirklich ein Experiment und trotzdem kam es bei dir dann an den Punkt, wo dein Körper gesagt hat oder dein Geist oder wer auch immer, ich will nicht aufhören. Ja, ich muss jetzt kurz vorweg schicken, eine prähistorische Betrachtung. Der Mensch über die letzten, sagen wir mal, 5000 Jahre, ich will keine Rolle, wie viele Jahre wir nehmen, wenn ein Mensch angegriffen wurde von einem Tiger oder einem Elefanten, was immer, dann hatte er zwei Möglichkeiten, zu kämpfen oder abzuhauen, zu laufen. Für jedes dieser beiden Aktionen brauchte er also dringend Energie, zum Höchstgrade. Das heißt, unter Todesangst produziert der Körper Adrenalin im Überfluss. Wir haben einen normalen Adrenalinfluss im Körper, den brauchen wir, ein normales Level, ein normales Niveau. Aber dann produziert er Adrenalin auf Teufel komm raus, um zu überleben. Und wenn er denn den Kampf bestanden hat oder ist schnell genug weggelaufen, dann hat sich der Adrenalinspiegel wieder nach einer kurzen Zeit abgebaut und war nicht mehr präsent. Jetzt war das ein Überlebensmechanismus. Wir haben Notprogramme im Körper. Wir haben Notprogramme, die sind so, ob wir glauben oder nicht. Wir haben Notprogramme, wenn wir pieseln müssen. Der Körper sagt, jetzt musst du aber. Mhm. Kannst du ignorieren, dann wird es halt in die Hose gehen. Wird passieren. Wir haben Notprogramm Schlaf. Wenn du versuchst, nicht zu schlafen, auf Teufel komm raus. Das ist mir passiert als junger Mann im Auto und nachts wollte noch nach Hause fahren und bin beim Autofahren eingeschlafen. Mhm. Weil der Schlaf sagt jetzt, pass auf, mich interessiert nicht, was du im Kopf hast. Ich brauche jetzt Schlaf. Und der Schlaf ist stärker als den freien Wille, nicht zu schlafen. Mhm. Hat jeder schon mal gesagt, die Situation gehabt, dass er nicht schlafen wollte, aber ist eingeschlafen. Das heißt, wir haben Notprogramme. Und eins der Notprogramme heißt eben Stress. Und damals war es so, du hattest diesen Stress dann mal für einen halben Tag, eine Stunde, zwei, bist ihm entkommen und dann hast du dann 3, 6 Monate nichts mehr getan. Das ging dann also hoch und nach Wochen oder Monaten kam der nächste Stressimpuls. Jetzt ist es so, bei uns in der Gesellschaft haben wir permanente Stressimpulse. Stress, den wir uns meistens Fällen auch selbst machen. Komme ich rechtzeitig zum Fußballspiel? Was machen meine Kinder? Nehmen die Drogen? Was ist mein Job? Verliere ich den? Stress, 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 Stress. Mhm. So, und wir bezeichnen das dann heute als chronischer Stress. Das heißt, du hast einen Stressaufbau und bevor der wieder zum Nullpunkt kommt, kommt der nächste Stressimpuls. Der nächste Stressimpuls. Ich habe dann vor Jahren, als ich darauf gestoßen bin, mir eine Strichliste gemacht. Jeden Tag, wie viel Stressgedanken ich hatte. Jeden Tag. Und die Zahl war enorm. Es sind oft kleine Dinge, über die wir gar nicht nachdenken, aber die stressen uns. Jetzt den Rückschluss zum Kaffee jetzt bilden. Und noch eins, wenn du unter Stress bist, hohem Stress, sagt der Körper, ich brauche Kraft, Muskeln, Lunge, Atmen, aber ich brauche keinen Sex mit meiner Frau jetzt. Oder meine Verdauung im Darm ist nicht so wichtig. Das heißt, der Körper nimmt alle die Teile runter auf null oder auf geringstem Niveau, um die Energie da nicht reinzugeben, um sie dem Körper zu geben, zu kämpfen oder zu fliehen. Das ist das problematische Ding beim Stress. So, und der Kaffee und der Stress wird ja in den, das sind die Nebennieren auch, wissen die Leute nicht, wo die überhaupt sitzen und wie sehen die aus. Also diese Nebennieren, die den Cortisol und Nikotin und Koffein? Nein, nicht Koffein. Sie produzieren Cortisol. Cortisol und Adrenalin. Und wir brauchen einen normalen Adrenalinspiegel im Körper. Das ist gesund. Mhm. Aber dieses dann wird so groß, so hoch, dass er nicht mehr gesund ist. Das heißt, du nimmst in dem Augenblick, alle Körperfunktionen reduzieren sich. Und wenn wir jetzt Kaffee trinken, passiert genau das. Mhm. Der Kaffee bewirkt einen hohen Spiegel von Adrenalin.
Und das wiederum ist eine Rückkopplung lebensgefährlich, lebensbedrohlich. Ist nicht lebensbedrohlich. Aber für den Körper, der Mechanismus ist der gleiche, als wenn es lebensbedrohlich wäre. Das heißt, der Kaffee stimuliert die Nebennieren und die Produktion von Adrenalin. Da gibt es einen interessanten Mann, der hat eine Klinik irgendwo in Stuttgart ergeben. Lothar Hirneise. Und der Lothar Hirneise ist ein ganz toller Kerl, finde ich. Und er hat so eine 3E-Klinik für Krebskranke. Ja? Und er hat erzählt, dass bei den meisten Patienten, oder bei allen oder bei den meisten, die keine Adrenalin mehr produzieren. Das heißt, über die Jahre, über die Zeit, unter so viel Stress und mit der Krankheit und Krebs, hat der Adrenalinspiegel, ist praktisch nicht mehr existent. Mhm. Die Nebennieren scheinen ausgelutscht zu sein. Sie können nicht mehr produzieren. So, und das müssen wir uns immer vorhalten, wenn wir sagen, über Kaffee trinken, was macht es denn mit dem Körper? Interessanterweise gibt es also Beispiele, die NASA hat einen Test gemacht und hat Spinnweben aufgenommen. Wir sehen oben ein normales Spinngewebe von einer normalen Spinne und darunter ein Spinngewebe von einer Spinne, die Koffeineinfluss hatte. Mhm. Zeigt, dass eigentlich die Ordnungsthematik nicht mehr funktioniert. Vollkommen desolat. Ja. Da gibt es also etliche Beispiele, die ich in meinem Buch beschrieben habe. Und die Ordnung brauchen wir im Leben. Klar. Für unsere inneres Gleichgewicht. Ganz klar. Auch. Und dann gibt es dann auch Untersuchungen, selbst hier in der Schweiz, eine Schweizer Untersuchung, dass die Gehirnmasse bei Koffein abnimmt. Mhm. Und ich zitiere diese Leute in meinem Buch mit den Quellen, Leute können nachschauen, also ich ziehe mir das nicht aus der hohlen Haut raus. Dann gab es ein enormes Problem, Koffein war auf der Dopingliste des Olympischen Komitees. Der Olympische Komitee hatte seine Dopingliste, was die Leute nicht haben dürfen, ja. Und Koffein war da drauf. Und da wurde auch eine Weltmeisterschaft, bekannte Geschichte, ein spanischer Radrennfahrer, der wurde ausgeschlossen von der Meisterschaft, weil sie Koffein im Körper gefunden haben. Und dann ist das Witzige, dass 1984, sie sagen, es ist ein Dopingmittel. Und 2004, 20 Jahre später, sagt das Olympische Komitee, ach nee, das war doch kein Dopingmittel, nehmen wir wieder raus. Und dann frage ich mich, wie kommen die dazu, dass wir einmal sagen, es ist kein Dopingmittel mehr? Meine persönliche Meinung ist, dass sie Gespräche mit der Industrie hatten und die Industrie gesagt hat, Leute, ihr müsst das runternehmen. Wir haben diese ganzen, ich sage jetzt mal, scheiß Energiegetränks. Die sind alle voll Koffein. Mhm. Ihr könnt das nicht machen, ihr macht unser Geschäft kaputt. Aber im Tiersport ist es noch verboten. Okay. Ja. Das ist also der Einfluss von Koffein auf Tiere, auf Pflanzen auch und auf den Menschen ist unwahrscheinlich. Wie sieht es denn aus mit Alternativen zu Koffein? Ja, Thein oder Guarana oder gibt es noch irgendwelche pflanzlichen Kaffeesorten, ja, wo man sagt, wäre eine Alternative? Ja, also ich bin hingegangen und habe da dann auch nachgeschaut, weil ich weiß kein Kaffeetrinker, aber mir war klar, oder mir wurde klar durch ein Gespräch mit einem bestimmten Mann da, wurde mir klar, dass ich etwas anbieten muss als Ersatzgetränk. Also der Mensch, der jetzt Kaffee absetzen möchte, braucht einen Ersatz, ein Heißgetränk. Mhm. Zum Frühstück ein Croissant mit Mineralwasser haut Bill meistens nicht hin. Also habe ich dann 14 Seiten speziell nur geschrieben, um Ersatzprodukte zu finden. Ah, okay. Das sind in allen möglichen Bereichen. Und das vermutlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was ihm schmeckt oder nicht schmeckt. Aber da gibt es Dinge, die man tun kann. Man kann selbst anbauen, man kann in Geschäften Mittel kaufen, die auf pflanzlicher Basis sind, die natürlich jetzt unterschiedlich schmecken. Das ist klar. Die schmecken nicht alle gleich. Die sind vermutlich der beste Ersatz ist Lupinenkaffee. Mhm. Und das habe ich auch im Buch darüber geschrieben, den man so wie in der Kaffeemaschine auch in die Kaffeemaschine laufen lassen kann. Weil für viele Leute, die Kaffee trinken, ist das auch ein Ritual. Mit der Kaffeemaschine. Jetzt hat man schon die teure Kaffeemaschine. Und jetzt, das hat mich damals, wo ich dann aufgehört habe mit Kaffee trinken, hat es mich schon auch geärgert, weil ich dachte,
man will die ja irgendwie dann doch nutzen, ja, da kommt vielleicht der Schwabe da raus. Nein. Also, dass man auch nicht schwaben geht, das so. Nein, es ist ein Ritual vielmals. Du kommst morgens in die Firma und dann brodelst du Kaffee und jeder kriegt mir erstmal eine Runde Kaffee, fangen wir den Tag an, ja. Und auch zu Hause, denn es ist so ein Prozedere. Du hast ja auch irgendeinen Kaffee rum. Ich sage immer, Kaffee und Klimbim. Du hast ja den Sahne mit den Namenzügen geschrieben oder im Herzle. Ein Stück Kuchen dazu und ein Croissant dazu, ein Stück Schokolade. Das ist so eine Prozedur, die auch so vom Prozedere den Menschen beeinflusst und schön macht. Und den Lupinen kann ich jetzt, den Lupinenkaffee, die Bohnen, die kann ich da jetzt genauso reinmachen wie Kaffeebohnen? Ja. Und hast du den mal probiert? Ich habe den jetzt Nein, nicht. Ich muss sagen, juristischerweise, ich hatte kein Interesse daran, okay. Weil ich ja keinen Kaffee trinke. Ja, klar. Aber ich habe ein, zwei Bekannte da, die da eingestiegen sind und mir dann auch berichtet haben, was ich dann im Buch dann auch schreibe, wie man das denn macht mit dem Lupinenkaffee, den man als Pulver kaufen kann oder als Bohne und die dann auch mahlen kann und so. Das ganze Geräusch bringt alles, wird mitgemacht. Ja, ne? Müssen wir mal ausprobieren. So, dann biete ich in dem Buch an, einen Selbsttest, den ich gemacht habe. Ich habe mich dann selbst getestet, ob ich Kaffee trinken kann und wie es mir dabei geht. Ne? Mhm. Und sage auch da, was ich vorschlage, wie man davon wegkommt. Es ist ein Suchtmittel. Entzug. Ja, und man macht auch definitiv einen Entzug durch. Ja. Und dann habe ich natürlich wieder, ich könnte jeden Augenblick aufhören. Das ist mir natürlich abhängig davon. Der Gedanke, dass du abhängig davon sein könntest, ist vollkommen aus der Luft gegriffen für einen Kaffeetrinker. Wir dürfen nicht vergessen, Kaffee ist ein hochpromotes Produkt in der Werbung. Ja. Sehr großes Business. Und Kaffee muss ersetzt werden, wenn ich aufhören muss. Wohl. Und da haben wir diese Angebote gemacht, um weiter ein Ritual zu haben, ein Heißgetränk und so, dann, dass der Abschied nicht so schwer fällt. Aber es fällt schwer. Und viele Leute, die, ich habe ein Buch geschrieben, wenn du glaubst, dass du nicht abhängig bist, dann trink doch einfach mal eine Woche, zwei Tage, acht Tage, zehn Tage keinen Kaffee und schau mal, wie weit du kommst. Und du wirst eins feststellen, dass je mehr du das machst, je mehr jeden Tag deine Gedanken gehen um den Kaffee. Du denkst oft an den Kaffee, ach, wenn ich jetzt noch einen Kaffee hätte und so weiter. Und es gibt dir natürlich die Illusion von Leistung. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Kaffee gibt dir die Illusion von Leistung. Wie wir gesagt haben, Adrenalinspiegel geht hoch, du bist dynamisch, hast Kräfte, ja. Und dann kommt halt der Absturz. Und wenn der Absturz kommt, muss dann die nächste Kaffeetasse her. Und das ist ein Teufelskreis. Und aus dem kommst du nicht raus. Ist sehr, sehr schwer. Und ich sagte noch in dem Buch, wenn du jetzt zum Beispiel einen Sohn hast, der auf Drogen steht, hör auf, den rumzumeckern. Du mit deinem Kaffee, 4, 5 am Tag oder 6 Bier am Tag, bist nicht besser. Das ist nicht so toxisch und nicht so teuer wie harte Drogen. Aber der Mechanismus der Abhängigkeit ist der gleiche. Ich habe also vor vielen Jahren eine Lehre gemacht bei einem Arzt, der auf Lebensmittelunverträglichkeit spezialisiert war. Ich hatte damals eine sehr hohe Holzschutzmittelvergiftung, weil wir unser Bauernhaus dann gestrichen haben mit dem Holzschutzmittel. Wir waren vollkommen Idioten, hatten keine Ahnung, was da passiert mit den Giften. Und ich hatte zugleich eine sehr hohe Lebensmittelunverträglichkeit. Und die beiden waren also, da bin ich fast abgenippelt dran. Dann stieß ich auf diesen Arzt, der nur nach arbeitete und Lebensmittelunverträglichkeit und war dann bei dem ein Jahr lang, jeden Tag, außer Sonntag und Weihnachten, haben wir ein Jahr lang experimentiert. Und ich war sein freiwilliger Versuchskaninchen und haben dann sehr viel gemacht im medizinischen Bereich, wo andere Leute die Köpfe schlagen. Ich hatte mal einen Tag, zwei, irgendeine Krankheit, Symptome, wo wir gesagt haben, okay, was machen wir denn da jetzt? Und ich habe dann mit ihm experimentiert. Ich habe gesagt, komm, lass es machen. Ich bin okay damit. Ja. Gut, so, jetzt mit Kaffee. Was ist mit koffeinfreiem? Bin ich dann auf der sicheren Seite? Nein. Erstmal ist da immer noch Koffein drin, wenn auch nicht so viel. Schau mal, hier ist ein Koffeingehalt. 1 bis 4 Milligramm, ja. Ja. Nach den verschiedenen Kaffeesorten. Du hast immer noch Koffein drin. Und das ist hier unten nur bei 15 Milliliter. Also, wenn du das mal 5 nimmst, für 125 Milliliter, kommst du dann schnell auf
Vielleicht sollte ich das umstellen mit den gleichen Milliliter. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das irritiert. Ja, 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 da fehlt ja eine Null dann jeweils. Ich habe gerade aufgewacht, hallo. Also ich ändere die Werte nochmal ab, dass sie alle die gleiche Milliliterzahl haben, dass sie vergleichbar sind. Ja. Gut, und im entkoffeinierten Kaffee ist halt doch sehr viel durch einen chemischen Prozess wird er erzeugt. Und das ist nicht gerade der gesundeste. Mhm. Okay, gut. Ja. Und dann ist, darf man nicht vergessen, dass Kaffee sehr sauer ist. Mhm. Ich versuche also alle meine Kunden, die ich berate, einen ausgewogenen pH-Wert in dem Leben herzubringen. Und das spricht genau dagegen. Du hast einen pH-Wert, der hier 100 bis 1000 Mal zu sauer ist. Permanent. Mhm. Und das kannst du nicht ausgleichen. Du setzt den Körper unter Stress. Nur durch den pH-Wert schon alleine. Ja. Dann kommen die anderen Komponenten noch dazu. Also insoweit kann ich leider keine frohe Botschaft geben. Es geht schon alles von selbst, geht alles weg. Es ist sehr hart. Es ist sehr hart. Ich bin gespannt. Ich mache in ein paar Wochen wieder eine Kur und muss davor auf jeden Fall aufhören, weil ich nicht diese Kopfschmerzen wieder haben will. Also und dann, ich glaube, dann nehme ich mal dein Buch, dass ich mein Mindset direkt mal drauf einstellen kann. Ich denke, dass das einem hilft. Deswegen habe ich es ja geschrieben. Mhm. Aber auch selbst, wenn du selbst keinen Kaffee trinkst, du solltest es lesen, weil du einfach Verständnis hast über Abhängigkeit, über das Gleiche gilt für alle möglichen Lebensmittel. Mit dem Arzt, mit dem ich da gearbeitet habe, ein Jahr lang, der hatte einen Patienten, der war milchsüchtig. Mhm. Der hat jeden Tag 4-5 Liter Milch getrunken. Und der Doktor sagt ihm, look, du musst aufhören, du musst Schluss machen, du stirbst, das geht nicht mehr, hör auf, wir müssen da runterkommen. Ja? Der war, hat nicht zugehört, hat nichts gemacht und war 3-4 Monate später tot. Du kannst Abhängigkeit von allem haben. Und das Witzige ist ja, dass diese ganzen Industrien Werbung machen, primär die Firmen, was du siehst, was durch den Mund geht, macht alles abhängig. Hm. Macht alles abhängig. Medikamente, Tabakwaren, Alkohol, pharmazeutische Produkte, Süßigkeiten. Ja. Das wird ja alles beworben. Und die wissen, warum sie es machen. Wenn einmal jemand damit angefangen hat, dann kommt er nicht mehr runter. Und das ist das Spiel. Ja. Also es gibt etliche Mechanismen. Und wenn du zum Beispiel zu einer Bank gehst, oder egal, wo du hingehst, dann siehst du Leute, die mit dem Kaffeebecher rumlaufen oder hinterm Tresen haben. Ja? Das ist so tief etabliert in unserer Gesellschaft, dass wir das gar nicht mehr wegbekommen. Ich mache mir da keine Illusion, dass ich jetzt die Welt verändere. Für ein paar Leute würde ich die Welt verbessern. Ich habe die ersten Reaktionen gehabt, als das Buch rauskam, wo jemand gelesen hat, gesagt hat, ich höre auf. Mhm. Ja? Aber zumindest solltest du dich selbst verstehen. Und wenn du in einer Abhängigkeit bist und du kommst nicht raus, okay, dann lass es zumindest dir klar werden, dass es so ist. Ja? Was halt schlimm ist, dass nach meiner Definition fangen die meisten Leute heute eine Koffeinabhängigkeit an im Mutterleib. Mhm. Ja. Also die Mütter trinken ja oft Kaffee. Mhm. Oder Energiegetränke, weil sie sagen, jetzt muss ich als schwangere Frau muss mehr Energie haben, Red Bull, was immer das Zeug heißt. Ja, gut. Das ist, ja. So, egal was es ist, alle Getränke machen wieder eine Abhängigkeit. Mhm. Koffein. Und das Kind fängt also im Mutterleibemittel an, diese Stoffe abzubekommen. Und dann, was machen Kinder im Alter von 3-4 Jahren, wenn sie irgendwo hingehen zum Essen? Ein paar Pommes und eine Cola oder so. Ja. Und die sind schon drauf auf diesem Thema. Und wir kriegen das so nicht weg. Und ich sage ja immer wieder, dass der Mensch ausgestorben ist, weil er glaubt, die Gesetze der Natur gelten nicht für ihn. Wir leben nicht mit der Natur, aber gegen die Natur. Wir glauben, wir können machen, was wir wollen. Das schadet uns nichts. Mhm. Und fast alle Getränke, die wir trinken, sind also problematisch. Auf meiner Webseite verbessere dein Leben.info siehst du einen Absatz, der heißt, ich glaube in Deutsch heißt er Gesundheit. Und unter diesem Button findest du etliche Dinge von diesen Seminaren und diese Bilder jetzt und diese Tafeln, die du in Ruhe anschauen kannst oder runterladen kannst. Ja, super. Ich möchte das, Wissen hat ja keinen Sinn, wenn du es nicht teilst. Ja. Ich möchte das, was ich glaube, gefunden zu haben, was ich weiß, einfach den Leuten anbieten. Muss dann jeder selbst entscheiden, was er damit macht. Ja? Aber es fängt damit bereits an. Und das biete ich an den Leuten einfach, mal sich anzuschauen. Super. Ja? Vielen Dank, Norbert. Auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, was viele Menschen betrifft. Und
motiviert mich jetzt natürlich auch, vielleicht doch schon früher auch zu hören, wie gedacht. Und ja, freue mich auf unsere nächsten Interviews. Das Buch gibt es also bei mir auf der Webseite oder bei Amazon. Mhm. Und ich sage immer, meine Definition von Gesundheit ist Körper und Geist in Harmonie. Wenn Leute von Gesundheit sprechen, sprechen die meisten vom Körper. Mhm. Körper und Geist in Harmonie. Wenn das nicht in Harmonie ist, dann ist nichts mit Gesundheit. Mhm. Danke. Ja. Danke dir, Norbert. Liebe Zuschauer, ja, da müssen wir noch ein bisschen eine Alternative finden zu dem Kaffee. Müssen wir mal vielleicht auch den Lupinenkaffee ausprobieren. Wer weiß, vielleicht ist es dann doch wirklich für unseren Körper die optimalere Lösung. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen. Bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.